Hando ist eine Handelsfirma, die sich zur Aufgabe gemacht hat, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus verschiedenen Teilen der Erde in Europa bekannt zu machen und zu vertreiben. Vor über 20 Jahren habe ich mich mit dem chinesischen Heilpilz, mit dem Reishi, beschäftigt und war der Erste, der ihn im deutschsprachigen Raum eingeführt und bekannt gemacht hat. Ich habe meine Produkte von Anfang an in Glasflaschen abgefüllt, um zu vermeiden, dass Schadstoffe, die von Plastikflaschen immer wieder abgegeben werden, vom Pilz aufgenommen werden. Und es war auch eine Frage der Ökologie und der Nachhaltigkeit. Mir war von Anfang an auch sehr wichtig, die Hersteller meiner Produkte zu kennen. Ich besuche sie in regelmäßigen Abständen, um sicherzugehen, dass die Qualität meiner Produkte auf dem gleichen Stand bleibt. Reishi ist ein Baumpilz, der in der traditionellen chinesischen Medizin seit Jahrtausenden sehr hoch geschätzt wird. Er entgiftet massiv die Leber. Er stärkt das Herz und ist bei Problemen mit der Lunge, bei Asthma, Bronchitis und bei Allergien von chinesischen Medizinern sehr geschätzt. Maca, eine Knolle, die aus dem Hochland von Peru kommt, wächst in den Anden in einer Höhe zwischen 3.800 und 4.200 Meter. Diese extreme Höhenlage bewirkt, dass die Inhaltsstoffe dieser Knolle extrem wirksam sind. Unter anderem wird Maca eingesetzt bei Hormonproblemen bei Männern und sowie bei Frauen. Es wird von Sportlern genommen für Muskelaufbau und Fettabbau. Aus ein und derselben Pflanze wachsen Knollen mit verschiedenen Farben. Schwarze, rote und gelbe Maca. Auffallend ist, dass die gelbe Maca mit über 60% den Mehrheitsanteil bietet. Jede dieser verschiedenen Farben hat andere Inhaltsstoffe. Deshalb ist es wichtig, dass in einem Maca-Produkt auch alle drei Farben vertreten sind. Um die Produkte besser bekannt zu machen, habe ich Bücher geschrieben, wo ich die Geschichte, die Herstellung und auch die Wirkungsweise beschrieben habe. Nopal, der aus dem nördlichen Teil Mexikos kommt, ist ein Kaktus, der schon bei den Azteken für seine blutzuckersenkende Wirkung bekannt war. Acerola und Camu Camu, zwei Pflanzen mit dem höchsten Vitamin C-Gehalt, kommen aus dem Amazonasgebiet von Peru und Brasilien. Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren wollen, können Sie auf meiner Homepage www.hando.com über Geschichte, Verarbeitung und Wirkungsweise nachlesen.